Jo Leute, was geht? Ich bin's hier, eure Becky, und ich bin wieder am Start für euch mit einer neuen und weiteren 3 Uhr Nachts Challenge. Heute Nacht werde ich etwas ausprobieren, was ihr meintet, was ich unbedingt machen soll, um zu schauen, was es damit auf sich hat. Und zwar ist die Rede von dieser super gruselig aussehenden Badekugel hier, die eigentlich mal oben eine Meerjungfrauenflosse hatte. Aber Leute, guck mal, was mit der passiert ist. Keine Ahnung, ist die geschmolzen? Digga, was ist mit der passiert? Auf jeden Fall klebt da so viel rotes Zeug dran. Die war in dem verfluchten Ariel Happy Meal drin, Leute. Im schwarzen Papier eingewickelt. Und ihr meintet, ich soll sie unbedingt ausprobieren. Und das werden wir heute Nacht machen. Ihr wisst, ich habe schon mal eine Badekugel, die ziemlich gruselig aussah, ausprobiert. Und zwar ist dieser bekannte Question Mark Block von Mario. Und Leute, was da in meiner Badewanne war und im Badezimmer war so gruselig. Und was überhaupt da passiert ist. Auf jeden Fall habe ich da das erste Mal herausgefunden, dass es angeblich verfluchte Badekugeln geben soll. Und was ist, wenn es mit der genau dasselbe ist? Die werden wir heute Nacht auf jeden Fall ausprobieren. Ich werde sie einfach behandelt wie eine verfluchte Badekugel. Aber ich dachte mir, weil man ja angeblich was sehen soll, wenn man das Licht ausschaltet. Leute, und ich habe das letzte Mal auch was sehen können. Aber ja, da sind ganz crazy Dinge passiert. Ich stelle diesmal lieber eine Kamera auf. Ich mache dann das Licht aus, gehe selber raus und vielleicht warte ich hier oben in Sicherheit. Und dann schaue ich mal, ob irgendwas auf Kamera aufgenommen wurde. Vielleicht sollte ich das so machen. Lasst auf jeden Fall unbedingt Daumen nach oben da, Leute. Wenn ich wieder eine verfluchte Nummer um 3 Uhr nachts ausprobieren soll, bei 13.000 Daumen nach oben, weiß ich Bescheid. Und Leute, lasst unbedingt ein Abo da, aktiviert die Glocke. Und ich würde sagen, ich werde jetzt gleich ins Badezimmer gehen. Wir bereiten alles zusammen vor und dann geht es los. Leute, wir haben es jetzt 3 Uhr und es kann losgehen mit der Challenge. Und wie ihr hören könnt, bin ich schon bereits im Badezimmer bereit, um diese komische Badekugel auszuprobieren. Meint ihr, die ist tatsächlich verflucht, Leute? Dann postet mal jetzt ein paar Geister-Emojis unten in die Kommentare. Auf jeden Fall, ja, werde ich jetzt gleich die Badewanne auffüllen. Wo tue ich die Kamera hin? Vielleicht gegenüber? Weil dann hätte ich die ganze Badewanne im Blick. Wenn ich dann rausgehe und das Licht ausschalte. Ich weiß nicht, Leute. Ist das eine gute Idee? Meint ihr, irgendwas passiert? Alter, ich habe Angst. Auch wenn ich nicht vorhabe, in dem Badezimmer erstmal zu sein, sondern erstmal abzuwarten. Trotzdem habe ich Angst. Ich weiß nicht, ob mein Plan auch aufgeht. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Aber was ich mich frage, was mit der passiert ist? Ich meine, abgesehen von dem ganzen roten Zeug da, was da, glaube ich, nicht hingehört. Was ist mit der Flosse passiert? Ist das ein Zeichen, Leute? Die ist in der Mitte durchgebrochen. Warum bekomme ich sowas? Mal den Abfluss hier zu. Und dann werden wir ein bisschen Wasser hier reinlaufen lassen. Ich werde jetzt nicht so viel reinmachen. Nur so viel, dass, ja, dass so ein wenig bedeckt ist. Und dann schauen wir mal, Leute. Jetzt sitze ich hier auf der Badewannenkante forever alone und warte darauf, dass Wasser reinläuft. Badet überhaupt ein Mensch um 3 Uhr nachts? Das frage ich mich gerade. Also ich habe auch gesehen, dass einige sich tatsächlich in die Badewanne setzen mit der verfluchten Badekugel. Sollte ich das auch mal aussehen? Ich habe Angst davor, Leute. Stell dich mal vor, ihr badet mit so einer verfluchten Badekugel. Das ist ja richtig gruselig. Das sieht ein bisschen rosa aus. Ich glaube, in der Kamera kommt das nicht rüber, aber es sieht ein bisschen rot-rosa aus, das Wasser. Was ist das rote Zeug? Ich tue es lieber einfach rein. Egal. Rest in Peace, Badekugel. Ich lasse die jetzt schon mal da drin. Aber die löst sich gar nicht so auf. Seht ihr das? Alter, alles seltsam an dieser Badekugel, ne? Es wird jetzt langsam so ein bisschen lila drumherum. Okay, ich bin echt gespannt, wie das am Ende aussehen wird. Obwohl, hätte ich die jetzt schon reintun dürfen? Keine Ahnung, Leute. Wir probieren alles. Wir probieren alles. Jede Möglichkeit. Lang entsteht nur Schaum, Leute. Seht ihr das? Aber da ist schon rotes Zeug. Keine Ahnung. Ist es so eine Schaumbadekugel? Aber es ist nur an dem Fleck, ne? Und ich überlege gerade, wo ich die Kamera aufstellen könnte. Vielleicht so, dann hat man die Badewanne auch im Blick. Wenn irgendwas passiert auch, sich vielleicht bewegen sollte oder so, dann habe ich das auch auf Kamera. Ich weiß ja nicht, ne? Es kann alles Mögliche passieren. Auf jeden Fall färbt sich das Wasser langsam dunkler. Seht ihr, das ist mittlerweile so ein dunkles Lila geworden. Bisschen Ursula-Farbe, keine Ahnung. Sieht ein bisschen schmuddelig auch aus. Ich glaube, das reicht, oder? Ich glaube, mehr werde ich jetzt nicht reinfüllen. Und ja, die Badekugel kann sich jetzt in Ruhe erstmal weiterhin auflösen. Ich weiß nicht, ob da noch was drin ist. Komischerweise ist hier so Schaum auf einem Fleck. Aber ja, komische Farbe. So, Leute, ich lasse jetzt die Kamera hier an. Ich werde jetzt das Licht ausmachen und nach oben gehen. Dort sehen wir uns gleich wieder. Und ja,
Dann schaue ich mal, ob ich hier mit Licht wieder reingehe oder in der Dunkelheit. Keine Ahnung, aber wenn irgendwas passiert, habe ich es auf Kamera. Also, wir sehen uns gleich wieder. Okay, Leute, ich habe mich jetzt wieder nach oben verzogen. Ich weiß nicht, ob da irgendwas Gruseliges gleich passieren wird. Keine Ahnung. Ich fand, das Wasser sah ein bisschen merkwürdig aus. Ein bisschen rot sah man, vielleicht weil das an dieser Badekugel klebte. Sieht man überhaupt was in der Dunkelheit, wenn ich die Kamera... Aber ich darf hier kein Licht anhaben. Vielleicht höre ich irgendwas? Alles Mögliche könnte passieren, keine Ahnung. Hätte ich eine Kerze anmachen sollen? Kerze und Taschenlampe, darüber hat ja keiner was gesagt. Das letzte Mal hatte ich ja auch eine Taschenlampe. Verdammt, hätte ich mein Handylicht anlassen sollen dort? Handy einfach, ja, anmachen, das Licht und dann... Ich weiß nicht, Leute, ich weiß nicht. Was hätte ich machen sollen? War das so eine gute Idee? Keine Ahnung, ich weiß nicht. Habt ihr es gehört? Gehört? Da ist irgendwas passiert. Irgendwas ist da passiert, Leute. No way, ich habe irgendwas klimpern gehört und dann ging die Tür zu. Ey, sagt mir nicht, das war vom Badezimmer. Ich sag's euch, die merkwürdigsten Dinge passieren hier bei mir zu Hause. Ihr habt das doch auch gehört. Okay, Leute, 1, 2, 3. Warte, hier liegt was. Hier ist jetzt nichts dran. Hat sich das irgendwie verändert? Wer war bei mir zu Hause? Jemand muss hier gewesen sein. Leute, es war jetzt so dunkel hier drin. Ich weiß nicht, ob irgendwas aufgenommen wurde, aber es lief die ganze Zeit die Kamera. Ich schaue da nachher mal drauf. Wenn ich irgendwas sehen sollte, dann werde ich es euch definitiv zeigen. Aber auf jeden Fall liegt hier etwas. Leute, hier ist einfach mal eine Box mit einem Zettel. Warte, das ist ein Safe. Hä? Ein kleiner Wicht mit großem Bart. Das Haus vor Dieben dir bewahrt. Verlier ihn nicht, den kleinen Wicht. Dann bleibt der Ärger dir erspart. Ein kleiner Wicht mit großem Bart. Haus vor Dieben dir bewahrt, verlieh ihn nicht, den kleinen... Warte. Schlüssel, oder? Kann das sein, dass es Schlüssel bedeutet? Leute, ein Code ist es nicht, aber ein Schlüssel passt hier rein. Definitiv. Hier ist was drin. Wo ist ein Schlüssel, Leute? Was ist da drin, Mann? Wo könnte ein Schlüssel sein? Meint ihr im Wasser? Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht, ob hier überhaupt irgendwas Komisches drin liegt, vielleicht. Warte, irgendwas fühle ich hier. Was war das? Nee. Das ist noch ein Rest von der Badekugel. Ist da noch? Warte, hier ist noch irgendwas. Warte, ich hatte es doch gerade. Wo ist es hin? Hier. Da. Warte. Oh mein Gott, das ist ein Schlüssel. Das ist ein Schlüssel. Ey, sag mir nicht, der passt jetzt da rein. Was zum? Was macht hier ein Schlüssel drin? Wer war gerade bei mir zu Hause? Meint ihr, der war in der Badekugel oder hat ihn jemand da reingeworfen? Das könnte echt gut sein. Die war zur Hälfte aufgelöst, diese Badekugel. Leute, ich probiere jetzt den Schlüssel aus. Mal gucken, ob er passt. Und was da drin ist. Es passt. Kann ich ihn auch drehen? 1, 2, 3. Doch. Es geht auf. Hier ist ein Zettel. Warte, da ist noch was. Warte, hier ist ein Knopf. Wie sieht das denn aus? Leute, guckt euch mal den Zettel an. Hier ist einfach mal ein Brandloch drin. Hier bekommst du den ersten Hinweis. Das Dunkle offenbart, was die Augen nicht sehen können. Licht. Nein, das Dunkle. Leute, das hier ist komplett schwarz. Meint die Person das? Hier steht noch mehr. Der zweite Hinweis hält sich versteckt. Wo es dunkel ist und jeder sich erschreckt. Dort lauert etwas, du wirst es sehen. Aber ich hoffe, du erkennst es rechtzeitig und wirst es verstehen.
läuft die Zeit ab, erwartet dich nichts Gutes und du wirst Opfer deines eigenen Übermutes. Ich kapiere das nicht. Was ist das? Warum kriege ich so ein Rätsel? Der erste Hinweis, das muss das hier sein. Das Dunkle offenbart, was die Augen nicht sehen können. Das kann ja leuchten. Das ist so ein Schwarzlicht, Leute. Müssen wir hier schauen, ob hier irgendwas ist? Also hier ist nichts. Vielleicht hier am Spiegel. Auch nichts. Ich kann ja dann alles absuchen. An der Wand. Auch nicht. Oder meint die Person irgendwas hier drauf? Doch. Leute, hier sieht man was. Ich weiß nicht, könnt ihr es erkennen? Da. No way. Hier ist ein Haus drauf mit einem X unten. Leute, was bedeutet das? Ich verstehe das nicht so ganz. Hat das jetzt mit dem ersten Hinweis zu tun oder mit dem zweiten jetzt? Der zweite Hinweis hält sich versteckt. Ist das im Keller oder was? Wo soll das sein? Wo ist das? Wovon im zweiten Hinweis geredet wird? Vor allem...